Vor circa 12 Jahren schrieb ich diesen Brief an meinen ebenfalls philosophisch interessierten Freund. Auszüge. Hallo Gerhard, nachfolgend ein paar neue Gedanken. Weltensicht, mikroskopisch wie makroskopisch. Wie im Kleinen so im Großen. Die Zelle, ausgestattet mit dem universellen Bewusstsein, Geist, Körper, Seele. Teil eines Zellverbandes und wiederum Teil eines Organismus oder Organsystems, der wiederum Teil eines größeren Körpers ist. Jede Zelle weiß zu jeder Zeit von allem, was passiert in Zeit und Raum. Jede Zelle besitzt ihren eigenen Willen und Entscheidungsfähigkeit. Sie kann sich Gott zuwenden und alle dem positiven, universellen Geist gefälligen Aktionen und Reaktionen vollziehen, immer auch als selbstständige, integere Einheit. Sie kann sich entscheiden, sich in jedwede Richtung zu entwickeln, sich auch in die Richtung eines Krebsgeschwür zu verändern. Die anderen Zellen können in jedweder Form darauf reagieren. Sie können sich anschließen oder aber dem Krebsgeschwür die göttliche Bestimmung weisen. Wie im Kleinen so im Großen. Der Mensch als Zelle. Die Gruppe oder Nation als Zellverband. Die Menschen als Organismus, die Pflanzen, Tiere und Menschen, der Planet als Körper. Leben im Einklang mit der Natur als göttliche Bestimmung, andere Formen als Krebsgeschwür. Der Planet oder dessen Teile wehren sich gegen das Krebsgeschwür. Sichtbare Folgen sind Umweltkatastrophen. Der Planet als Zelle im Universum. Teil eines Planetensystems, Sternensystems, einer Galaxie oder eines Universums. Entwickelt er sich zum Göttlichen oder wendet er sich ab? Wie reagieren seine übergeordneten Teile, wie also seine anderen Zellen? Planeten als einzelne Zellen, nur Bewusstsein, keine Materie. Lebendiges in einer für uns lebende Organismen, feindliche Umgehung des Weltraumes, in der Leere, wie zum Beispiel auf Gasplaneten. Zellen, Zellsysteme, Organismen oder Organsystem, Körper aus purem Bewusstsein. Auch hier Gott zugewandte und sich von Gott entfernende Systeme. Alles zusammen ein riesiger, mehrdimensionaler Körper eines Systems mit festen Regeln, wobei die Lehren und Regeln der Physik nur eine von vielen ist. Die Allgegenwart, das Allgegenwärtige nimmt nun Formen an, die universelle Kommunikation hat schon längst stattgefunden und findet immer noch statt. Das Geheimnis des Lebens ist entschlüsselt. Es gibt kein Geheimnis mehr. Gott ist in allen Dingen, Formen und Dimensionen. Immer erreichbar, immer existent. In meinem Inneren verbinden sich Innen und Außen. Meine Innenwelt ist meine Außenwelt. Jeden Tag gibt es Gespräche mit ihr und mir. Ich bin der Zuhörer und Sprecher. Hartmut Alt.